So, und damit wieder herzlich willkommen beim Oderbruchmuseum Podcast, in dem wir immer wieder bestimmte Themen vom Oderbruchmuseum und vor allen Dingen die Räume des Oderbruchmuseums vorstellen. Heute befinden wir uns wieder einmal, wie noch vor ein paar Folgen, im Studiolo, aber das hat besondere Gründe. Wir wollen hier aber heute über eine Abteilung des Oderbruchmuseums sprechen, welches sich eigentlich über mehrere Räume erstreckt und viele Mitstreiter hat. Und das ist die sogenannte Abteilung Bildung bei uns im Oderbruchmuseum. Und um darüber zu sprechen, habe ich mir Nora Scholz eingeladen. Sie ist die Leiterin dieser Abteilung Bildung und zwar seit, jetzt muss ich mal kurz fragen, seit diesem Jahr eigentlich. Seit diesem Jahr, genau, ganz frisch in diesem Amt, aber bist auch schon länger beim Oderbruchmuseum mit dabei. Ja. Und zur ganzen Konzeption und Entstehung dieser Abteilung sprechen wir nochmal mit der Programmleitung. Da ist wieder zugeschaltet Herr Dr. Kenneth Anders. Hallo. Hallo. So, dann wollen wir gleich mal sprechen. Es gibt ja verschiedene Abteilungen im Oderbruchmuseum, was ja viele immer nicht wissen. Man hört Oderbruchmuseum, okay, ein Museum, in dem sitzen wir jetzt auch. Es ist ein Museum, viele Dinge zu anfassen und zum Ansehen, viel zum Lernen. Aber es gibt noch viele Sachen, die hinter den Kulissen passieren, wie wir auch schon mal bei der Abteilung Kulturerbe besprochen haben. Und jetzt eben die Abteilung Bildung. Und da ist meine allererste Frage, die Idee mit einem Museum und mit dieser Abteilung dahinter Bildung zu machen, gab es die dann eigentlich schon immer hier in Altrampft, solange wie es auch einen Museumsbetrieb gibt? Oder ist das erst in dem Konzept entstanden, welches hier vor 5 Jahren Fuß gefasst hat? Die Idee, die Landschaft auch zum Bildungsgegenstand zu machen, ist tatsächlich schon inzwischen recht alt. Die Frage ist nur, und das ist wirklich eine interessante Frage, ob man sie in Form einer Abteilung am besten verwirklichen kann. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber ich habe noch kein besseres gefunden. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf im Verlauf des Gespräches, wie Bildung eigentlich am besten zu organisieren ist und was Abteilungen für Vor- und Nachteile haben. Das ist nämlich bei uns auch im Museum durchaus eine interessante Frage. Mhm. Begonnen hat das Ganze, ich glaube, 2009 oder 2010. Damals hatten wir mit dem Museum noch nichts zu tun, aber wir hatten diese Landschaftswerkstatt Oderbruch-Pavillon und haben in diesem Zusammenhang Anne Hartmann kennengelernt, damals noch Anne Kulotzig, die sich mit landschaftlicher Bildung beschäftigt hat. Und zwar hat sie ihre Diplomarbeit geschrieben auf den Shetland-Inseln. Mhm. Und da hat sie sich mit Kindern einer Grundschule mit diesen Inseln beschäftigt. Und das war sehr interessant, was sie da herausgefunden hat. Die haben also ein großes Puzzle angefertigt, haben dieses Puzzle bemalt, haben sich gefragt, na, was gibt's hier eigentlich? Kulturelle, natürliche Elemente, wie sind diese Elemente ineinander verschränkt? Und dieser ganze Bildungsentwurf, der wurzelte in der Initiative des Europarates. Da wurde nämlich in den Nullerjahren eine europäische Landschaftskonvention entworfen. Und die haben auch fast alle europäischen Staaten unterzeichnet, interessanterweise fast alle außer Deutschland. Aha. Deutschland, Andorra, Russland und Österreich, glaube ich. Also es sind wenige Staaten, die diese Konvention nicht unterschrieben haben. Mhm. Und diese Konvention fordert auch, die Landschaft zum Bildungsgegenstand zu machen. Denn sie sagt, Landschaft ist das Habitat des Menschen. Das ist der Ort, wo wir eigentlich unser Leben realisieren. Und durch die Globalisierung werden wir heute auf alle möglichen Weltgegenden und auf alle möglichen Themen losgelassen. Aber wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Qualität und Eigenart und mit der Schönheit des Raumes um uns herum. Mhm. Und das hat eine politische Dimension. Ich glaube, auch in der Konvention ist auch von landschaftspolitischer Bildung die Rede. Aber es hat natürlich auch eine ästhetische Dimension und es ist eine grundsätzliche Bildungsaufgabe. Und Anne hat damals damit angefangen, dieses Thema für sich zu entdecken. Und wir sind dann im Oderbruch-Pavillon darauf eingegangen und sind in einer dynamischen Phase an sehr vielen Schulen gewesen, haben uns damit beschäftigt, wie kann man eigentlich die Landschaft zum Gegenstand im Curriculum machen. Das haben wir durchprobiert, sowohl in den Grundschulen, also wir sind Mathe, Deutsch, Sachkunde, Musik, also in allen möglichen Fächern haben wir versucht, das Oderbruch in den Grundschulen zu behandeln. Und dasselbe haben wir nachher noch in der Sek 1 und 2 gemacht, also an Gymnasien ausprobiert, wie kann man im Physikunterricht, Biologieunterricht, Geschichte, Geografie, Deutsch und so weiter, politische Bildung, Religion, wie kann man dort die eigene Landschaft behandeln.
Und dieser Nachweis, dass das gut möglich ist, ist auch geglückt. Und es gab dann auch ein Projekt, das wir damals eingereicht haben, bei der Robert-Bosch-Stiftung in dem Programm Neulandgewinner. Heimatarbeit heißt das. Und das hat auch in diesen Jahren seinen Anfang genommen. Ich glaube, 2013 war das. Und somit hatten wir schon einen erheblichen Vorlauf für diese ganzen Bemühungen, landschaftliche Bildung auch am Oderbruch-Museum zu etablieren, und hatten durchaus Erfahrungen da sammeln können, aber wir hatten noch keine Erfahrung damit, wie das sich eigentlich arbeitet oder wie man es organisieren muss, wenn man es unter dem Dach einer Institution tut. Sprich, mit regelmäßigen, zur Verfügung stehenden Angeboten, zum Teil auch mit mehr Geld als früher und mit richtigen Partnerschaften und Kooperationen mit Schulen und auch mit dem Versuch, in den Freizeitbereich zu kommen. All das war für uns dann doch in dieser Form etwas Neues und eine neue Anstrengung. Hm. Da vielleicht gleich die Frage an dich, Nora. Wie setzt sich denn jetzt deine Abteilung eigentlich zusammen? Kommen wir mal ganz kurz, wir machen wahrscheinlich immer wieder Sprünge in die Vergangenheit und in die Jetztzeit, in die Gegenwart, aber welche Elemente werden dann jetzt genutzt, um die Landschaft oder um sich mit der landschaftlichen Bildung zu beschäftigen hier bei uns? Also wir haben verschiedene Angebote hier entwickelt und zum einen haben wir Gruppenwerkstätten, wo einfach Schulklassen zu uns kommen und die buchen können, und da können sie zwischen 10 verschiedenen künstlerischen und handwerklichen Themen wählen. Das reicht von Foto-, Audio-Werkstatt über Zeichen oder auch Filzwerkstatt. Und genau, das sind einmal die Gruppenwerkstätten, die man buchen kann. Und wir haben aber auch im Gegensatz dazu die offene Werkstatt. Die findet immer samstags statt. Und da können einfach, da sind alle eingeladen, spontan zu kommen. Und wir haben jemanden vor Ort, der sich auskennt, der zeigen kann, was man machen kann. Wir stellen die Materialien und da sind auch immer wechselnde Themen im Angebot. Also da wechselt sich Foto, Audio, Illustration und Druck ab. Vielleicht, wir haben ja in den vorigen Folgen dieses Podcasts immer auch über die Räume gesprochen, und auch wenn wir jetzt nicht drin setzen, möchte ich aber trotzdem nochmal zumindest die Werkstatt einmal beschreiben, weil sie schon so ein gewisses Herzstück dieser Abteilung ist und die offene Werkstatt auch immer zum Staunen einlädt. Weil man, ich glaube, auch nicht so unbedingt so etwas in einem Museum im klassischen Sinne erwartet. Man kommt in einen großen, hellen Raum, der an den Seiten, an den Wänden bestellt ist mit Arbeitsflächen, mit großen, tiefen Arbeitsflächen. Darunter dann auch noch viele Bleilettern. Wir haben eine Leihgabe bekommen von einem, ja, ich glaube, druckbegeisterten Menschen, der dort die Bleilettern bei uns gelassen hat, mit denen man natürlich auch Dinge tun kann und drucken kann. Es gibt eine große Druckerpresse oder sogar mehrere und sehr viel Materialien, um eben bildende Kunst zu machen, und sehr viel Technik auch, hat es ja gesprochen von der Audiowerkstatt, um sowas dann alles in Workshops umzusetzen. Und das lädt dann natürlich auch wirklich dazu ein, sich auch an den großen Tisch, der dort zentral im Raum steht, zu setzen und eigentlich sofort zu beginnen. Ich finde das schön, der Tisch, das ist vielleicht ziemlich wichtig, ist ausgeschlagen mit Papppapier oder mit Packpapier. Da kann man gleich drauf malen, und der ist auch schon beschrieben und beschmattert und sieht nach Arbeit aus. Und das lädt natürlich ein, dort sofort anzufassen. Aber vielleicht kommen wir mal von diesen, oder ja, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die Werkstätten und auch über die offenen Werkstätten, die dort stattfinden. Die Leute, die das machen, die setzen sich ja auch alle aus Personal aus dem Oderbruch zusammen. Das kann man eigentlich so sagen. Also wir nennen sie bei uns Werkstattleiter, und ein Großteil kommt aus dem Oderbruch oder hat eine enge Verbindung zum Oderbruch. Wir haben zum Beispiel auch Peggy Neumann, die bei uns viele Werkstätten betreut, die kommt aus Eberswalde, aber hat schon immer viel Zeit im Oderbruch verbracht und deswegen einfach auch eine enge Verbindung dazu. Und uns ist eben wichtig, dass die Werkstattleiter die Verbindung zu der Region sind, dass sie eben mit den Kindern auch über die Landschaft und über die Region reden können, dass es nicht Menschen sind, die keinen Bezug haben zu Region. Wie schlägt sich sowas dann praktisch nieder? Zum Beispiel, sagen wir mal, einfach in der Arbeit mit Peggy. Wie kommt da das Oderbruch quasi in die Werkstatt? Das ist, manchmal ist das ganz dezent. Manchmal drückt sich das nur aus, wenn sie irgendwie Landschaftsmalerei machen. Peggy macht gerne mit so Tinte, so Landschaftsmalerei. Und man sieht da oft, dass dort
viele weite Flächen sind und gerne auch mal eine Kopfweide. Mhm. Also es geht nicht darum, dass es jedes Mal das Oderbruch allein im Vordergrund steht, sondern es steht schon die Werkstatt im Vordergrund und dass die Kinder zusammen was entwickeln können, eigene Ideen umsetzen können und ja, sich einfach austoben können dort in der Werkstatt. Wie wird das Angebot angenommen? Es wird immer besser angenommen. Also ganz am Anfang war es sehr schwierig, Teilnehmer zu finden. Und deswegen haben wir auch nochmal den Termin verschoben auf einen Samstag. Und mittlerweile wird es, würde ich sagen, eigentlich ganz gut angenommen. Und es ist auch oft, dass wenn Kinder da sind, also ich hatte jetzt gerade von letzte Woche von Peggy ein Feedback bekommen, dass sie eben meinte, die haben mit den Comics gemalt und die wollen unbedingt nächstes Mal wieder dabei sein, egal was kommt. Es ist natürlich nicht immer möglich, das ist eben auch die Herausforderung hier, dass wir einfach große Strecken zurücklegen müssen und das ist vor allen Dingen für die Kinder und Jugendlichen schwierig. Also es gibt zwar einen Zug, aber der ist, fährt halt nicht von überall und auch nicht zu jeder Zeit. Oh, und deswegen sind die meistens auf die Eltern angewiesen, dass sie fahren. Ja, ich fand dieses Konzept der offenen Werkstatt schon bemerkenswert, weil wir nennen es jetzt Werkstatt, viele kennen es auch unter dem dann anglizistischen Begriff Workshop. Sowas gibt es ja in der Region. Es gibt ja die VHS und ähnlich, also die Volkshochschulen, wo man dann eben normale Termine machen kann. Man geht dorthin und lernt etwas. Inwieweit war da der Gedanke, etwas anderes machen zu wollen, als die offene Werkstatt entstand? Also ich denke, es sind zwei Aspekte, die bei der Konzeption dieser Angebote, dieser offenen Werkstätten wichtig waren. Erstens ist der Anspruch, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, niederschwellig Angebote kultureller Bildung wahrnehmen zu können. Also ohne, dass sie irgendwo Mitglied werden müssen oder sowas, sondern dass sie die Möglichkeit haben, selber Sachen sich anzueignen und aufgeschlossen werden für die Möglichkeiten, die in so einer Kulturinstitution auch stecken. Mhm. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo man sich nicht extra anmelden muss zum Beispiel, wo man sagen kann, man kann kommen und gehen. Und dann ging es aber darüber hinaus auch darum, über diese Werkstätten auch ein offenes Verhältnis zu dem ganzen Haus zu stiften. Etwas, wo wir auch immer noch dran weiterarbeiten wollen, weil wir im nächsten Jahr zum Beispiel gerne den Ausstellungsrundgang, der inzwischen so reich ist und so viele interessante Räume bietet, aufschließen wollen für das, was man in den Workshops auch machen kann. Ich kann es eben bei meiner eigenen Tochter beobachten, die sehr häufig sich hier in dem Museum aufhält und nicht immer nur in der Werkstatt ist, sondern die treibt sich quasi hier herum. Mhm. Und das ist etwas, was wir sowohl für junge Menschen, aber überhaupt für Besucher eigentlich uns wünschen, dass sie hierher kommen und dass sie sagen, heute setze ich mich mal dahin und ich lese was und jetzt gucke ich mir mal das an und dann hole ich mir mal einen Kaffee oder gehe in den Park. Wir möchten gerne, dass die Aufenthaltsqualität in dem Museum sich so entwickelt, dass eben gerade auch junge Menschen einfach Lust haben, hierher zu kommen und sich hier aufzuhalten. Ja. Und über diese Aufenthaltsqualität dann aber auch aktiv werden und sagen, okay, ich möchte dieses oder jenes Projekt mitmachen. Und diese beiden Aspekte, die kamen da zusammen. Mhm. Du hattest noch von den anderen Werkstätten gesprochen, Nora, die quasi dann gebucht werden können, wo wir dann große Gruppen organisieren, die dann flachsen oder filzen oder so etwas lernen. Auch Zimmerei ist ja durchaus auch mit dabei, also so handwerkliche Sachen. Dieses Angebot richtet sich an was für Gruppen? Weil ich habe mitbekommen, es sind auch sehr häufig einfach Schulklassen hier, die so etwas in Anspruch nehmen. Ja, die Schulklassen sind tatsächlich unsere häufigsten Gäste. Aber es kommen auch Unternehmen, die sich den Teamtag hier verbringen wollen. Das ist aber eher selten. Wir hatten letztens auch eine Wohngruppe da, die einfach als Ferienprogramm eben auch einen Ausflug hierher gemacht haben. Also es ist nicht, wir beschränken uns nicht nur auf die Schulklassen, aber das sind trotzdem unsere häufigsten Gäste. Ja. Wir haben gerade schon das schöne Wort niedrigschwellig gehört. Ich glaube, eine ziemliche Schwelle ist ja auch immer noch die finanzielle. Was kostet denn der Spaß eigentlich? Wir nehmen pro Schüler, Schülerin 6,50 Euro und die Betreuer sind frei. Und das für einen Workshop, der dann? 3 Stunden geht. Na, das ist doch ein gutes Angebot, würde ich sagen. So, doch mal ein kleines bisschen Werbung mit eingeschoben. Dann kommen wir mal ganz kurz, wir haben vorhin diesen einen Begriff gehört, der aber hier in der Abteilung Bildung, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Diese Abteilung der
Heimatarbeit, die sich dann ganz explizit auch an die Schulen richtet. Wie schwer ist es eigentlich dort mit den Schulen in Kontakt zu kommen und tatsächlich dann sogar so etwas wie Unterricht dort zu machen? Mir war vorher nicht klar, auch nicht aus meiner Schulzeit, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Kulturinstitutionen so etwas anbieten können. Das stelle ich mir doch schon relativ kompliziert vor. Oder waren da die Türen gleich offen? Also ich war bei der ersten Kontaktaufnahme nicht dabei. Und so wie ich meine Erfahrung mit den Schulen, die sind immer so, dass es immer einen Moment dauert, ehe sie ein Vertrauen entwickeln. Und das ist ein recht zäher Prozess manchmal. Aber so jetzt, wo auch schon das Vertrauen da ist, sondern da ist auch immer, kommt oft dieses, dass außerschulisches Lernangebot sehr gewünscht ist und dass sie da mittlerweile sehr viel Wert drauf legen. So. Aber wie das ganz am Anfang war, das kann ich nicht genau sagen. Also ganz am Anfang war ich ja da noch recht stark involviert in dem Bemühen um die Schulen als Partner. Wir sind damals mit unfassbar viel Enthusiasmus da reingegangen und haben die Schulen vielleicht damit auch fast so ein bisschen überrumpelt. Also nicht immer, im Nachhinein bin ich mir sicher, ob die das eigentlich gut fanden. Aber wir waren so überzeugt von unserer Mission, dass wir erstmal relativ schnell in den Schulklassen standen. Und da spielte eine Schlüsselrolle das evangelische Johanniter-Gymnasium in Wriezen, wo wir sehr viel erprobt haben, also auch in verschiedenen Fächern. Und bei der Frage, wie geht es denn jetzt weiter nach so einer intensiven Phase, hatten wir damals gesagt, Mensch, Heimatarbeit ist ein super Projekt und wollen wir nicht da sagen, im Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, entwickeln wir das jetzt so, dass es auch wirklich im Rahmenlehrplan angesiedelt ist, dass es im Schulcurriculum festgeschrieben ist, dass dieses Projekt regelmäßig durchgeführt wird. Mhm. Und da ist dann auch die Salvador Allende Schule in Wriezen mitgezogen und irgendwann kamen halt noch zwei weitere Schulen in Bad Freienwalde und in Neutrebin, die gesagt haben, sie würden das auch machen. Mhm. Und da brauchte man schon immer einen gewissen Vorlauf und das Projekt ist auch aufwendig, darf man auch nicht vergessen. Aber im Grundsatz ist es eben so, die Schulen sind Systeme, die in erster Linie erstmal dafür sorgen müssen, dass sie einen geordneten Betrieb gewährleisten. Für die Kinder, für die Jugendlichen, dass der Unterricht steht. Und das ist auch nicht immer eine leichte Aufgabe. Nein. Und wenn man jetzt von außen kommt und sagt, wollen wir nicht ein Projekt machen, dann haben die schon manchmal das Problem, dass inzwischen sehr viele Leute auf diesen Markt, davon kann man geradezu sprechen, drücken und sagen, ich habe das alles schon finanziert und ihr braucht nur noch mitmachen. Ja? Also Schulzirkus, das und so. Und deswegen sind gerade Projektwochen sehr umkämpft. Denn da gibt es viele Leute, die gerne die Schulen gewinnen wollen, mit ihnen Projektwochen zu machen. Und wenn man jetzt aber in den normalen Unterricht will, also auch wirklich, dass es relativ gut im Schulalltag auch mit aufgegriffen und eingepasst ist, dann braucht man schon wirklich Lehrerinnen, Lehrer, die wirklich sagen, okay, ich finde das auch interessant und ich engagiere mich auch dafür. Und eigentlich braucht man deshalb in der Schule immer so ein Duo. Also die Schulleitung muss dahinter stehen und es muss eine Lehrkraft da sein, die sagt, ich will das wirklich machen. Mhm. Und wenn dieses Duo hergestellt ist, dann kann man mit so einer Schule auch Pferde stehlen. Aber das kann man eben nicht immer voraussetzen. Und man muss, glaube ich, auch als Partner, der wir ja jetzt sind, als Kulturinstitution, dafür erstmal Verständnis haben. Das ist nicht einfach und die Schulen haben viel zu leisten und die Lehrer haben auch gerne mal Feierabend. Inzwischen kommen noch Datenschutzsachen dazu, alles Mögliche. Dann kann man die auf einmal gar nicht mehr so ohne weiteres anrufen oder man kriegt keine E-Mail. Also, dass die Schulen überhaupt für ihre regionale Umwelt als Kommunikationspartner leicht zu greifen sind, schon das ist eine Leistung. Da kann man den Schulen schon dankbar sein, wenn sie das hinkriegen. Das glaube ich gern. Damals ist dieses Projekt dann entstanden. Ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr vorher an verschiedenen, in verschiedenen Unterrichten, Unterrichtsstunden, Unterrichtsfächern wart und da eine Verbindung herstellen wolltet mit der, mit der Landschaft und der landschaftlichen Bildung. Daraus hat sich dann jetzt dieses Projekt Heimatarbeit herauskristallisiert, in der Form, wie wir es heute haben. Ist das richtig? Ja, das kann man so sagen. Und die anderen Versuche sind in Form von Unterrichtsbeschreibungen auch von uns publiziert worden. Das heißt, wenn Lehrer das anwenden wollen, können sie Sachkunde, Unterrichtsstunden oder Landschaftslyrik oder politische Bildung oder was auch immer
Wir haben dazu auch etwas publiziert und da würde ich sagen, das kann man auch nach wie vor durchaus noch jemandem anbieten. Mhm. Aber es obliegt natürlich den Schulen, ob sie das machen, ob sie das wahrnehmen. Mhm. Weil beim Thema Heimatarbeit, da haben wir sogar Unterrichtsmaterialien, mit denen an die Schulen gegangen wird. Aber vielleicht beschreiben wir mal ganz praktisch und pragmatisch, wie dieses Projekt überhaupt abläuft. Das Projekt besteht eigentlich aus drei Modulen. Also das erste ist das Schulmodul. Da gehen wir in den Unterricht oder wie zum Beispiel beim Johanniter-Gymnasium, da macht das der Matthias Lilge, der Lehrer macht das mittlerweile ganz alleine. Und dann wird in dem Unterricht wird sich einfach mit dem Leben und Arbeiten in der Region beschäftigt. Also so in den, das sind dann so circa 3 Doppelstunden, ist das in der Regel. Diesem Jahr ist ein bisschen verkürzt. Ja, klar. das Jahr ist ja auch verkürzt, könnte man sagen. Und genau. Und nach dem Unterricht folgt eine Exkursion. Und die Exkursion ist immer recht aufwendig zu organisieren, weil wir an dem Tag, also wenn wir in einer Klasse 28 Schüler sind, dann haben wir am Ende 7 Gruppen, weil wir immer mit 4 Schülern pro Gruppe mit einem Auto, also mit einem Betreuer, der mit seinem privaten Auto immer 4 Schüler mitnimmt, durch das Oderbruch fahren und dann 2 Leute besuchen. Mhm. Und diese 2 Leute, das sind von uns, das sind Projektpaten von uns, die in dem Projekt die gesagt haben, wir möchten da gerne mitmachen und die Schüler können für circa eine Stunde zu ihnen kommen, auf den Hof, in ihre Werkstatt, in ihr Büro, wo auch immer sie sind und sie eine Stunde lang interviewen. Mhm. Und dieses Interview haben wir auch vorher schon mal im Unterricht geübt, weil es zeigt sich auch immer wieder, das ist gar nicht so leicht, fremden Menschen Fragen zu stellen. Ja, kann ich bestätigen. Noch dazu in einem Alter, in dem Kinder gerade dazu übergehen, Jugendliche zu werden. Und ja, eigentlich erstmal genau in dieser Lebensphase nicht so sehr viele Fragen an die Erwachsenen stellen möchten, sondern erstmal anfangen, auf sich selbst zu schauen. Mhm. Also das ist ja, da entsteht ja sozusagen eine Umkehrung des Aufmerksamkeitshorizonts. Und während Kinder häufig Erwachsene noch gerne löchern, tun sie das in der 8. Klasse nicht mehr unbedingt gern. Aber genau in dieser Phase haben wir gedacht, ist es vielleicht auch besonders wertvoll, dieses Gespräch mit den Erwachsenen nicht abreißen zu lassen. Ja. Und zu sagen, jetzt frag die doch einfach mal, was die da treiben. Und bei Heimatarbeit gibt es eine Grundbeobachtung, die wir selber, das ist eigentlich vielleicht immer das Wichtige an der Qualität von Bildungsprojekten. Für uns sind eigentlich Bildungsprojekte dann am besten und am schönsten, wenn wir selber auch immer noch wieder was dabei lernen. Es geht also weniger um Vermittlung von Inhalt an Zielgruppen, sondern es geht darum, zusammen Wissen zu schöpfen und zu produzieren. Und für mich die erhellendste Beobachtung war bei den Exkursionen, dass die meisten Menschen im ländlichen Raum, die wir da aufsuchen, in einem Dreieck zwischen Erwerbsarbeit, Subsistenzarbeit und freiwilligem Engagement für den Raum, in dem sie leben, sich bewegen. Mhm. Das heißt, die sind vielleicht nebenberuflich oder hobbymäßig Imker, sie haben aber auch noch eine Erwerbsarbeit und sie sitzen im Gemeinderat oder sie sind in einem Heimatverein noch tätig und sind Landwirte. Also da gibt es unglaublich viele Schnittmengen und das ist eigentlich etwas, was wir tatsächlich entdeckt haben, dass ländliches Leben genau durch diese Trias, dieser drei Momente, erst lebenswert wird und dass ein gelingender Lebensvollzug vielleicht mit diesen drei Instanzen auch zu tun hat. Mhm. Und in einer Zeit, es geht bei Heimatarbeit nicht ums Hierbleiben um jeden Preis, aber es geht darum, dass wer sich auf einen Raum einlässt und sich in diesen Raum vielfach verwickeln lässt, dass der natürlich ein gelingendes Leben durchaus führen kann und vor Augen hat. Und in einer Zeit, die sehr von Konsumkritik und Ängsten wegen des Klimawandels und so weiter geprägt ist, glauben wir eben schon, dass dieses Dreieck eine Menge beitragen kann bei der Suche nach anderen Lebensformen, die vielleicht auf den ersten Blick total gewöhnlich sind, aber auf den zweiten Blick dann eben doch fast bedrohte Lebensformen sind. Mhm. Denn wir haben heute eine Gesellschaft, die überwiegend vom Verbrauch lebt, in der Konsum eine ganz große Rolle spielt, Wahlfreiheit, Mobilität. Das sind also alles sozusagen Formen, die nicht von mir Bindung verlangen. Und bei Heimatarbeit erkunden wir aber Lebensschicksale von Menschen, die sich auf Bindung eingelassen haben. Einmal durchs Foyer einfach durch, gerade gegenüber.
Genau. Ja, da war gerade eine Gruppe da. Was haben die gesucht? Das Café. Das Café. Genau. Sehr gut. Wollten Sie vielleicht noch einen Kaffee holen? Ja. Also das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Es gibt in der gesamtgesellschaftlichen Debatte riesengroße, endlose Diskussionen. Wir müssen anders leben. Und wir glauben eben, bei Heimatarbeit einen Pfad zu verfolgen, der dieses andere entdeckt, aber eigentlich in dem vermeintlich Vertrauten, das heutzutage kaum noch betrachtet wird und zum Teil ja auch als ländliche Lebensform, als Auslaufmodell behandelt wird. Und darin sehen wir eigentlich einen besonderen Wert dieses Projektes, der dann auch über das hinausgeht, was unmittelbar das Schicksal dieser Region betrifft. Ich glaube auch, dass das sich tatsächlich nicht nur auf das ländliche Leben beschränkt, was man dann mal häufig in den Begrifflichkeiten vermuten könnte. Aber rein persönlich kann ich das auch sagen. Ich bin damals von hier aus weggezogen in eine Großstadt und erst als ich da dieses Dreieck geschaffen hatte, habe ich mich auch tatsächlich erst wirklich wohlgefühlt, als ich einen Verein hatte, in dem ich selber etwas machen konnte und selber auch was erschaffen konnte. Und da habe ich mitbekommen, das ist mir ziemlich wichtig. Und das glaube ich wohl. Eigentlich ist es eine Universalie, würde ich auch sagen. Eine Universalie für Glück oder was auch immer. Aber wir haben jetzt mit einem Künstler hier gearbeitet, der ist hauptberuflich auch WAT-Lehrer in Berlin und hatte Lust, dieses Projekt bei sich zu etablieren. Und als ich ihm sagte, dass wir in erster Linie dieses Dreieck erkunden, zwischen Erwerb, Subsistenz und Engagement, da sagte er, das könnte schwierig werden in der Stadt. Und also einfach schwierig werden, solche Leute zu finden. Ja. Das heißt nicht, dass sich in den Ballungsräumen nicht Menschen auch engagieren. Aber erstens ist es natürlich, die Subsistenzarbeiten haben einen viel geringeren Stellenwert. Also es gibt Leute, die machen Urban Gardening irgendwie oder wie immer man das jetzt nennt. Ja. Aber es ist nicht so normal und ja auch gar nicht möglich, sich selber um sein Brennholz zu kümmern oder noch ein Schaf zu halten. Und zweitens ist es eben so, dass in sehr vielen interessanten Lebensbiografien auch das Engagement nicht so organisch verbunden ist mit dem, was man sonst als Erwerbsarbeit tut. Also meine Berliner Freunde haben eine Erwerbsarbeit und dann haben sie Hobbys. Ja. Und im besten Falle haben sie sich noch für irgendeine Sache noch mit engagiert. Aber auf dem Land ist es eben so, dass man sich das gar nicht überlegen muss, ob man sich jetzt dafür oder dafür engagiert, sondern da steht eben irgendwann jemand vor der Tür und sagt, ich brauche deine Hilfe dafür oder machst du dort oder kandidierst du da oder so. Das heißt, das Problem auf dem Land ist eher, sich bestimmten Formen oder Beanspruchungen zu entziehen. Man muss sie nicht suchen. Nein, das stimmt. Man muss nur jemanden ins Gesicht gucken. Dann ist man schon, hat man schon verloren. Und das ist natürlich ein Unterschied strukturell zwischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen. Mir fällt bei solchen Sachen immer nur dieser Spruch von meinem Nachbarn ein, wenn du was haben willst, dann musst du es selber machen. So, das war immer seine Aussage und irgendwie kommt mir das immer wieder in meinem Alltag hier unter, ob das nun in politischem Engagement oder wenn es auch wirklich nur handwerkliche Arbeiten oder ähnliches sind, da musst du einfach mal selber ran. Wa? Nora, was sind das für Menschen, zu denen wir dort rausfahren? Du hast schon gesagt, so ganz unterschiedlich, aber vielleicht kannst du mal ein paar plastische Beispiele geben. Wen besuchen wir mit den Klassen im Oderbruch? Oh, das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Leute. Mal ein Beispiel. Zum Beispiel fällt mir da jetzt spontan Peter Herbert ein. Das ist jemand, der in den verschiedensten Dinge macht und es ist für die Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen auch sehr spannend, weil er sehr gut erzählen kann und er kann auch sehr leidenschaftlich von seiner Käfersammlung erzählen, so auch das Jugendliche, die sich vorher vielleicht noch nie mit Käfern auseinandergesetzt haben oder für sie interessiert haben, das plötzlich auch spannend finden. Und dann hat er seine eigene Senfproduktion. Also er hat wirklich verschiedene Dinge, wo man auch merkt, er macht es mit Leidenschaft und dadurch wird es was Großes. Dadurch ist es ihm wichtig, dadurch finden es auch andere spannend. Und das ist nicht, also bei ihm steht es mehr so im Vordergrund, dieses Interesse. So. Und das ist immer sehr schön. Und ein weiterer Partner, der auch sehr häufig dabei ist, ist Ulf Stumpe, er ist Tierarzt. Und dort ist es auch sehr spannend, weil er die Jugendlichen oft immer mit in einen Kuhstall reinnimmt, weil er oft in Kuhställen einfach unterwegs ist.
Und das ist immer erstmal so ein bisschen, wenn die Jugendlichen das in einem Auto erfahren, jetzt geht's in den Kuhstall, dann ist immer die Stimmung erstmal so ein bisschen, puh, naja, nicht so total begeistert. Ja. Und wenn er dann aber anfängt, dort vor Ort zu erzählen, was er dort macht, und er ist einfach auch sehr leidenschaftlich dabei, dann kommen da die Kinder mit den Tüten über den Schuhen irgendwie und laufen da begeistert durch den Kuhstall. So, es ist jedenfalls sehr spannend zu merken, dass wenn jemand mit Leidenschaft erzählt, dass es dann auch die Begeisterung weckt. Mhm. Und andere Berufe oder so, oder Tätigkeiten, die erstmal spannend klingen, aber wenn dann jemand da nur sitzt und so ein bisschen träge vor sich hin erzählt, immer so knapp einen halben Satz als Antwort, dann kommt dann auch zum Schluss raus, dass es gar nicht so begeisternd war. Und das finde ich eigentlich ganz schön auch, dass manchmal so Vorurteile einfach so über den Haufen geworfen werden. Ja. Also von dem langweiligen Landleben, so zum Beispiel, so wie es uns Jugendlichen immer vorkam. Und jetzt zieht man zurück und merkt, wie reichhaltig das doch eigentlich alles ist und war. Wir waren vorhin bei der Beschreibung des Projektablaufs noch nicht zum Ende angekommen. Muss ich mal noch mal kurz einwerfen und noch mal nachhaken, denn das Spannendste das spannende Modul, was dann noch hier im Schloss stattfindet, das müsstest du uns noch beschreiben. Genau, das ist die Nachbereitung. Und zwar ist einfach, nachdem die ganzen Gruppen unterwegs waren, ausgeschwärmt sind, und dann kommen sie alle zurück ans Museum. Und dann wird hier erstmal nach einer kurzen Pause, wird sich erstmal ausgetauscht, was hat jeder erlebt, alle Gruppen erzählen, wen haben sie besucht, war es gut oder was war komisch irgendwie. Und genau, und danach kommt noch, das ist ein Punkt, den ich vorher vergessen habe, die Leute, die besucht werden, die geben den Kindern und Jugendlichen einen Gegenstand mit. Mhm. Es ist meistens ein benutzter Gegenstand, der schon irgendwie kaputt ist oder so, aber der irgendwas zu erzählen hat. Er erzählt irgendwas aus ihrem Leben, aus ihrem Ehrenamt oder aus ihrem Beruf. Und den geben sie den Kindern mit. Und hier am Museum wird dann dieser Gegenstand von den Jugendlichen archiviert und kommt in unsere Mitgebselwand. Und die Mitgebselwand besteht aus ganz vielen Kartons mit verschiedenen Adjektiven. Und die können die dann einsortieren in gefährlich, zerbrechlich, kompliziert, lang. Da gibt es, ich glaube, es sind mittlerweile 30 verschiedene, ja, Kartons, und die Wand ist eben stetig am Wachsen, weil wir, wenn alle Exkursionen stattfinden, circa kommen dann ungefähr 100 neue Gegenstände dazu, mhm, pro Jahr. Genau, und also einerseits wird der Gegenstand archiviert und dann wird noch ein Zitat gedruckt, das sie von den Interviews mitnehmen. Das wird mit einer Tetrapack-Technik gedruckt, die ist recht. Sie ist nicht so kompliziert, aber es reicht auch, ein Zitat zu drucken, mhm, für die Nachbereitung. Und dann haben die Schüler vor Ort noch ein Foto gemacht. Und das wird dann hier ausgewählt, das beste Bild, und wird gedruckt. Und aus diesen drei Elementen wird dann eine kleine temporäre Ausstellung aufgebaut, mhm, in der Werkstatt. Ja. Das ist was für ein Tag für so einen Schüler, ja, muss man ja sagen. Also die gehen ja wahrscheinlich mit so einem Kopf hier raus und mit ganz vielen neuen Eindrücken. Was sind denn so Feedbacks? Was kriegt man dann manchmal zurück? Spricht man mal nach ein paar Wochen wieder mal mit einem Schüler oder ähnliches? Hast du sowas erlebt? Das kommt tatsächlich eher ein bisschen zu kurz, weil sie dann wieder in der Schule sind und wir dann eben im nächsten Jahr neue Schüler haben. Wir kriegen immer ein bisschen Feedback über den Lehrer, mhm, und die Lehrerin, die das halt dann auch weiter betreut, und die sehen wir ja häufiger. Was kommt da so zurück? Also gibt's da so begeisterte Sachen, oder ich kann mich nur an das angewiderte Gesicht eines Schülers erinnern, der mit einem Tierarzt Handschuh kam, der bis über den Ellenbogen ging. Ein Unbenutzer natürlich, aber trotzdem wusste er dann auf einmal, wofür er benutzt wird. Was passiert da? Also das meiste Feedback bekommen wir eigentlich direkt nach der Exkursion, weil wir da ja auch einen regen Austausch sind, mhm, und da ist schon, es ist sehr unterschiedlich, also von Überraschung bis bei manchen Gruppen, das war es auch eine recht ruhige Erfahrung, auch weil es manchmal, also ich war mal bei einer Exkursion dabei, da waren die Schüler sehr, sehr ruhig und haben sich nicht so richtig getraut zu fragen, und dann ist das natürlich auch nicht ganz so ein spannendes Erlebnis, und also es deckt eigentlich alle Bereiche ab, ja, von
nicht so spannend ist, was ganz Neues erlebt. Das Entscheidende, denke ich, und das insofern müsste man das eigentlich sogar häufiger machen, ist das Gelingen von Kommunikation letztlich von beiden Gesprächspartnern abhängig ist. Das heißt, nicht nur der Befragte, sondern auch der Fragende muss ja diese Kommunikation gelingen lassen. Und deswegen fallen eben, glaube ich, durchaus auch die Eindrücke bei den Schülern so verschieden aus. Wenn da jemand ist, der Verantwortung für die Gesprächssituation übernimmt, die sind ja dann so zu dritt bei jemandem, und wenn da jemand vorangeht und obendrein auf jemanden trifft, der selber mit Esprit spricht und Dinge beschreibt, dann kann das natürlich ganz fantastisch werden. Und wenn die aber selber nicht, wenn da keiner ist, der Verantwortung übernimmt, sondern sie eigentlich nur abwarten, dass was mit ihnen passiert, dann kann das natürlich sehr schwierig werden. Und das ist aber quasi ein Risiko, das wir für diesen Tag bewusst eingehen. Denn man kann nicht erzwingen, dass etwas gelingt. Man kann nur sagen, es muss die Möglichkeit geben, dass etwas gelingt, und die ist durch die Auswahl der Leute, die da aufgesucht werden an dem Tag, erstmal grundsätzlich gegeben. Und das, was Nora sagte, eben auch dieser Überraschungseffekt, dass man erstmal denkt, na, was soll ich jetzt zu einem Treckerfahrer oder, also ja, der irgendwie hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet oder einem Automechatroniker. Und dann kann es aber Überraschungen geben. Es kann sein, dass das einfach coole Typen sind oder dass man bei einer älteren Frau ist, die Hospizarbeit macht und trotzdem eben was ankommt, weil sie was zu erzählen hat. Und auf dieses dünne Seil sozusagen versuchen wir mit den jungen Leuten zu kommen. Also zumal ja auch Kommunikation, das ist ja dann schon Lernen auf der Metaebene. Wenn es nicht klappt, dann hat man ja auch gelernt, wie es dann vielleicht besser funktionieren kann das nächste Mal. Ja, auch dass sie untereinander, also die Gruppen, die sie ja dann berichten, dann gibt es ja eben Gruppen, die kommen quasi mit reicher Beute, wenn man so will, nach Hause. Sowohl vermittelt über die Objekte, diese Mitgebsel und die Fotos, aber eben auch mit Eindrücken. Und andere, ja, merken vielleicht, dass sie weniger draus gemacht haben, als möglich gewesen wäre. Man hat das nicht bis zum letzten Punkt in der Hand. Aber wenn es eben ein Einvernehmen mit den Lehrerinnen gibt und Lehrern, dann kann das schon funktionieren. Das halte ich jetzt mal für eine ganz gute Beschreibung der Abteilung Bildung. Gibt es noch was, was wir anfügen müssen? Auf jeden Fall. Wir haben ja über die Werkstätten gesprochen, wir haben über Heimatarbeit gesprochen. Es gibt aber noch einen ganzen Strauß anderer Projekte, die das Museum an Schulen und mit Schulen realisiert. Ja. Und um das zu erklären, muss man vielleicht nochmal sagen, dass wir den Aufbau unserer Bildungsaktivitäten, der war ermöglicht einmal durch die Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes in diesem Trafo-Projekt und dann eben insbesondere für Heimatarbeit durch die Drosos-Stiftung, eine Stiftung aus der Schweiz, die sehr viel in Heimatarbeit investiert hat. Und wir sind natürlich im Moment fieberhaft damit beschäftigt, die Weiterführung dieser verschiedenen Projekte und Angebote in Zukunft zu ermöglichen. Aber dass es überhaupt erstmal so eine komplexe Form angenommen hat, hat mit der Transformation dieses Museums zu tun und der großen Unterstützung, die wir dafür bekommen haben. Und da fehlt eben jetzt noch dieser dritte Bereich quasi, dass nämlich Freiberufler, Künstlerinnen, verschiedenste Leute, die wir hier in der Region gefunden haben, die zum Teil auch Werkstattleiter sind, an Schulen bzw. mit Schulen noch wieder einzelne Projekte im ganzen Raum realisiert haben. Da kann ja vielleicht Nora noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, da sind wir zum einen bei den Projektwochen, die vorhin schon mal im Gespräch waren. Also wir machen zum Beispiel, gibt es ein Filmprojekt, das zu verschiedenen Kulturerbeorten gemacht wird. Und da wird innerhalb von einer Projektwoche sind wir ein paar Tage vor Ort beim Kulturerbeort und dort werden Leute interviewt und wir können meistens auch einen Raum nutzen, der von dem Ort zur Verfügung gestellt wird. Und in der Zeit machen die Schüler dann die Aufnahmen für den kurzen Dokumentarfilm, der ist am Ende so 10 Minuten. Und die letzten 2 Tage werden dann genutzt, um Schnitt, Feinschliff, alles fertig zu machen, dass wir dann auch pünktlich Freitag um 12 die Premiere feiern können. Das ist eine ziemlich sportliche Sache, aber es gibt am Ende ein schönes Ergebnis und wir haben das jetzt 3-mal schon gemacht und im Oktober ist das 4. Mal dran, da werden wir uns mit der Ersatzkirche in Altfriezen beschäftigen
Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Projektwoche, die wir machen. Ganz kurz einhaken, ja. Wer Kulturerbe jetzt noch nicht gehört hat, den empfehle ich die Folge mit Tobias Hartmann und Heike Schönherr. Da haben wir nämlich genau über das Projekt gesprochen. Also da gibt es dann hier im Hause dann quasi Verschränkungen quasi. Ja, ja, so ist es ja auch gewollt. Okay. Ja, das ist ein Beispiel oder ein anderes Beispiel ist für, wir machen ein Comic-Projekt, das macht auch wieder Peggy Neumann, die bei uns auch die Illustrationswerkstatt betreut. Und es sind gerade heute die Comics fertig geworden von diesem Jahr und wird innerhalb von 3 Monaten, das ist an den Deutsch- und Kunstunterricht angebunden, und da wird ein Comic zum Oderbruch gezeichnet. Also die Schüler sind wieder in kleinen Gruppen, 4 bis 5 Schülerinnen zusammen, und die denken sich eine Geschichte aus. Also erstmal geht es da überhaupt darum, wie schreibe ich eine Geschichte, wie mache ich so einen dramaturgischen Aufbau, wie stelle ich das alles dar? Und dann werden eben dann Comics gezeichnet. Und am Ende wird das alles, werden die ganzen einzelnen Geschichten, also 5 sind es dann am Ende, bei 25 Schülern jedenfalls. Und die werden zusammengefügt zu einem Heft. Und im letzten Jahr waren wir dann in einer Druckerei und da konnten die Schüler ihre eigenen Hefte binden, drucken, heften. In diesem Jahr konnten wir leider nicht zusammen in die Druckerei gehen, aber die Hefte sind trotzdem gedruckt. Und morgen gehe ich zu den Schülern und bringe denen die Hefte mit, dann die man in die Hand nehmen. Da wird es wieder leuchtende Augen mitnehmen. Geben. Ja. Von was für Klassenstufen reden wir jetzt zum Beispiel bei dem Comic-Projekt? Bei dem Comic-Projekt, das ist die 5. Klasse. Die 5. Aus der Salvador Allende Grundschule. Wow. Also ich dachte jetzt, es wird wenigstens die 9. Klasse sein, weil mit Dramaturgie, Aufbau und dann auch noch Zeichnen, das machen wir das mit... Das ist nicht ganz einfach. Auch ja. Eine Geschichte, die einen logischen Aufbau, also wo die Handlung vom Anfang auch noch Anschluss an das Ende, also wo das alles Sinn macht, das ist nicht so ganz einfach. Und in diesem Jahr kam auch noch speziell dazu, dass wir zwischendurch 4 Monate Pause machen mussten. Ja. Und ich würde auch sagen, dass manche Geschichten, da muss man vielleicht ein bisschen Kreativität zeigen, um die Geschichte zu verstehen. Aber ich glaube, dass nach so einer langen Pause den Schülern das vielleicht auch nicht mehr ganz klar war, was sie eigentlich erzählen wollten. So, jetzt haben wir hier gerade 3 junge Besucherinnen. Hallo. Kommt ja auch mal kurz hier. Seid gegrüßt. Wir machen gerne mal was fragen. Genau. Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Vielleicht kommt einfach mal kurz ran. Du weißt nicht. Hi. Hallo. Alex, Nora, Kenneth. Mhm. Wo seid ihr her? Also, wir kommen alle aus Eggersdorf. Aus der Grundschule Eggersdorf. Wir sind heute als ein Projekttag hier. Und wie heißt ihr? Also, ich bin Anna. Ich bin Vivian. Ich bin Lotto. Und was habt ihr heute gemacht hier oben in der Werkstatt? Also, Lotto und Vivi. Ja, wir waren da kochen. Und ich war bei der Fotowerkstatt. Wie, das war heute alles an einem Tag? Mhm. Also, es gab unterschiedliche Gruppe, manche waren hier oder manche waren auch drüben. Drüben am Fischerhaus. Mhm. Mhm. Und hat es euch Spaß gemacht? Ja. 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 Was habt ihr gekocht? Wir haben Kürbis-Apfelmarmelade, Gnadenbrot und Kräuterbutter und Frischkäse. Mhm. Und einen Salat noch. Und schon gegessen? Ja. 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 Und was hast du für einen Fotoworkshop gemacht? Wir durften uns Thema aussuchen und dazu durften wir hier im ganzen Museum Bilder suchen zu dem Thema und ja. Die haben wir dann ausgedruckt. Und was hast du dir für ein Thema gesucht? Ich habe mir Wissenschaftsthema ausgesucht und habe dann auch die 3 Sachen. Ah, hast du mikroskopiert. Mhm. Ja, super. Großartig. Schön. Also freut mich. Und was für ein Zufall, dass wir heute ausgerechnet hier darüber sprechen und euch dann auch noch hier treffen. Und jetzt, wie geht's weiter? Na, wir gucken sind uns das jetzt noch an und dann fahren wir wahrscheinlich wieder zurück. Mhm. Wart ihr schon murmeln? Nee. Aber andere Gruppen, ich glaube, ja, die Druckwerkstatt, die war schon bei der Murmel. Na, dann viel Spaß noch. Genau. Dankeschön für eure Ausführungen. Schaut euch ruhig noch in Ruhe um. Ja, schön. Welch Zufall gerade jetzt hier, eine der Truppen zu haben. Die können ja mitunter große Gruppen sein. Noch vor Corona gab es ja noch einen mit, weiß ich nicht, waren fast 100 Schüler hier? Schüler genau. Und Schülerinnen? Also die waren dann doch nicht da, aber sie waren angemeldet. Und es war schon alles geplant. Ach so, gut, okay. Aber ich weiß noch, im letzten Jahr gab es auch eine... Wir hatten es schon mal 100 parallel, genau. Ja. Das ist dann aber schon ein sehr großer Aufwand. Also dann müssen, es muss lange geplant sein, dass auch alle Werkstätten besetzt werden können. Mhm. Ach, da war die ganze Klassenstufe da dann hier.
Na, sind dann, ja. Ich wollte noch was sagen zu dem Thema Abteilung. Ja. So ein Museum ist ja auch ein Organismus. Also es muss sich organisieren. Die Leute in dem Team müssen sich organisieren und müssen ihre Arbeit ja zueinander auch in Beziehung setzen. Und da liegt es natürlich auf der einen Seite nahe, dass jene, die sich um Bildung kümmern, wie Nora, aber es sind ja auch andere, dass die sich dort spezialisieren und auch selbst organisieren, damit sie diese Angebote vorhalten können, die Projekte betreuen und so weiter. Andererseits aber haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese Arbeit nicht zu sehr in Form einer Abteilung organisiert werden darf. Denn sie brauchen ja auch Input aus den Inhalten, die wir in der Zwischenzeit zu den Jahresthemen meinetwegen oder im Kulturerbe generieren. Und umgekehrt generieren sie ja auch Inhalte. Und das wiederum hat uns zu interessieren. Und wir haben immer mehr eigentlich festgestellt, wenn Bildung eine Querschnittsaufgabe sein soll, das heißt, wenn man nicht einfach nur sagt, man hat jetzt hier Kinder und an die gilt es, bestimmte Wissensbestandteile zu vermitteln, sondern man sagt, Bildung ist selber eine Form, in der sich Gesellschaft organisiert, dann dürfen die Leute, die Bildung machen, eigentlich nicht im engeren Sinne nicht als Abteilung organisiert sein, sondern sie müssen ganz dazugehören, wie alle anderen auch. Je länger ich hier bin, umso deutlicher wird mir das, dass auch die Besucherbetreuerinnen oder also Leute, die selbst der Hausmeister, alle müssen eigentlich mitdenken und aus ihrer jeweiligen Rolle heraus eine Beziehung zu dem Ganzen haben, das wir hier versuchen zu organisieren. Und deswegen bin ich ja vorhin drauf angesprungen, als du gesagt hast, Abteilung Bildung. Wir sind zum Beispiel gerade bei Heimatarbeit dazu übergegangen, dass die Leute, die wir oder die Themenschwerpunkte, die wir jährlich abarbeiten oder die wir jährlich erkunden, dass die auch mit den Jahresthemen korrespondieren, die wir am Museum gerade immer machen. Und wenn wir also das Jahresthema Wasser haben oder das Jahresthema ländliche Gesellschaft oder so, dann würde es bei Heimatarbeit eben auch genau um diese Fährte gehen. Und im nächsten Jahr wollen wir ja mal selber sogar ein Querschnittsthema bearbeiten. Also es geht um Eigensinn, inwiefern kann man auf dem Land quasi Strategien verfolgen, die nicht stromlinienförmig sind, wo Leute sich selber Regeln geben, wie sie leben wollen und wie sie ihre Praxis bewältigen wollen. Und das kann eigentlich auch eine interessante Herausforderung für Heimatarbeit sein. Und man muss eben gucken, in welchem Alter kann man so eine Frage eigentlich gut stellen und beantworten. Ja. Das ist auch noch eigentlich ein Problem, das wir noch nicht, womit wir noch nicht fertig sind. Denn wir merken, der philosophische und gedankliche Impetus dieses Projektes, der ist relativ hoch. Den könnte man sehr gut auch mit Zehntklässlern bearbeiten oder sogar, wenn sie Gymnasiasten sind, auch noch später. Aber die Aufgeschlossenheit, die ist halt in der siebten Klasse höher als Ende der achten Klasse. Und insofern sind wir da auch immer noch am Suchen, was ist eigentlich das optimale Alter, um dieses Projekt durchzuführen. Zumal es ja auch noch andere Projekte gibt, die mit Studenten durchgeführt werden. Genau, also wir machen Sommerschulen. Jetzt steht gerade wieder eine bevor, da fahren wir nach Polen und wollen dort potenzielle polnische Kulturerbeorte finden, die zum Oderbruch eine Beziehung haben. Und insofern muss das Ganze auch immer wieder in Bewegung kommen. Und es ist nicht damit getan, dass man ein Angebot oder ein Format hat und dann wird das einfach immer so weitergemacht, sondern alles braucht immer wieder Reflexion, Prüfung, Weiterentwicklung. Und dieser halbflüssige Aggregatzustand ist eigentlich gerade für eine frische Bildungslandschaft hier am Museum wahnsinnig wichtig. Und sehr spannend auch damit zu arbeiten, muss man sagen. Dann haben wir es jetzt und ich glaube, wir müssen das Studiolo langsam räumen, denn eine der großen Attraktionen, die besetzen wir hier gerade, den großen Tisch in der Mitte, auf dem man mit Federn und Gänsekiel schreiben kann. Und ich glaube, das wollen die Kids ja auch noch gerne nochmal ausprobieren. Und das sollen sie auch. Deshalb machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss und verweisen dann auf die nächsten Folgen des Podcasts. Da wird es dann unter anderem um das Mittelflurhaus hier in Alt-Rampf geben, welches gerade neben Bausicherung auch eine Wiederbelebung erfährt. Und da sprechen wir mit den sogenannten Häuserrettern hier im Oderbruch. Und ich denke, das wird auch sehr spannend. Erstmal bedanke ich mich aber für diese Folge bei Nora Scholz und bei Dr. Kenneth Anders. Dankeschön. Gerne.